Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Spartanern und ja, die tollen abtrünnigen Spartaner greifen uns jetzt mit 2-4 Pikinieren an und ich will's versuchen, weil da in der Gegend gibt es nämlich keine Armee, die da sehr schnell hinkommt. Ich glaube, ich brauche 2 Runden oder so, bis ich da bin. Oder sogar 3. Die Frage ist natürlich, schaffe ich das? Kann ich das schaffen? Und die Antwort lautet, keine Ahnung. Die tue ich in die Mitte. So, damit der zu euren Dienst. Genau. Damit die Ränder schön verteidigt werden. Geschosse bereit zum Einsatz. Hier schieße ich. Also normalerweise mache ich das ja so, dass ich hier das aufbaue und dann von hinten angreife. Aber jetzt mache ich es mal ein bisschen anders, damit die Fernkämpfer am besten angreifen können, also am besten schießen können, stelle ich die hier vorne hin. Weil hier können sie ja am besten schießen. Und dann versuche ich mit der Kavallerie versuche ich dann hier außen rum zu chargen und die da müssen einfach hier reinschießen und die da müssen einfach nur da stehen bleiben. Ich hoffe, ich schaffe das. Weil es sind halt doch sehr gute Spartaner. Ich muss einfach nur die Pikiniere umbringen. Und dann passt das. Wieso geht er nach außen? Ja, stimmt, er kann ja sehen, wo ich bin. Das ist sehr ärgerlich. Geht er zurück, wenn ich hier zurückgehe? Nein. Wieso macht er das so gut gerade? Das ist sehr ärgerlich. Das ist mega ärgerlich. Ja. Warum verhält er sich gerade so clever? Mega. ja. Willst jetzt nicht wirklich meine Kavallerie jagen, ne? Das ist so eine Zeitverschwendung. Oder geht er jetzt ganz außen rum? Nein, was ist los bei mir? Ja, genau das. Warte. Das bei den Mauern nervt eigentlich schon oft. So, mal so. Umdrehen, danke. Wohin geht der? Hä?
Was macht ihr für einen Kack? Entschuldigung. Was genau macht er? Warte, ich gehe nochmal zurück. Ich will den noch nicht erobern. Weil sonst kommt er nämlich zurück und ich will erstmal hier den da vernichten. Ach, ja. Es ist halt eine sehr alte KI, ne? Darf man auch nicht vergessen. So, 90 zu... Wow, der hat halt gar nichts... Der hat halt... Der verliert halt gar nicht. Jetzt verliert. Das ist gut. Hier baut sich da auf. Bin mal gespannt, ob er dann gleich angreift. Oder noch nicht. Okay, sieht nicht so aus. Habe ich. Sehr gut. So, wieder zurück. Eure Plätze. Und jetzt kann ich wieder erobern. Vielleicht stelle ich mich auch dann hier hin. Glaube, aber normale Geschwindigkeit. Ihr geht hier hin, auch normal. Und ihr geht dahin, auch normal. So. Ihr geht hier. So. Ja. Also wenn alle gleichzeitig kommen, habe ich natürlich keine Chance. Hat man ja gerade gesehen. Also ja, die Hopliten waren ja, also die hatten ja keine Verluste bis ich dann ja wirklich ihn umrundet habe. Ja, die haben hier schon wieder gebaut. Ja, Kommandant. Schnelle Reiter zu eurem Dienst. So, passt das jetzt? Ich glaube ja. Du kannst ein bisschen breiter sein. Hier kommen die Pikiniere. Ja, da sind die ganzen Pikiniere. Hier sind die Hopliten. Okay, alles klar. Seid ihr immer noch ein bisschen wurschti-wurschti? Aber nur weil die sich gerade überlappen. Sofort auf die Pikiniere, bitte. Hm.
Der hat sich hier abgeschattet gegen meine Kavallerie. Das ist natürlich nicht sehr schön für mich. Unser General wird angegriffen. Geht mal ein bisschen zurück. Ich muss hier immer aufpassen, dass die Pikiniere nicht rausgehen. Also aus der Reichweite. Das wäre nämlich ärgerlich. Ich frag mich, was hat der vor? Check nicht wirklich, was der vorhat. Aber da kommt mir was. Ich könnte eine Falle bauen. Nee, könnte ich nicht. Also ich wollte gerade den sandwichen mit der Kavallerie und den Infanterie-Gedöns. Aber das geht gerade nicht wirklich, weil hier kommt schon wieder Verstärkung. Deswegen versuche ich es jetzt mit der den Pionieren. Und dann nämlich auch funktionieren. Sparta! Bürgerkavallerie! Periökische Hopliten! Bürgerkavallerie! So, jetzt geht er nämlich zu denen und ich charge ihn in den Rücken. Das ist schön. Wieder schnell zurück. Weil die Piken können nämlich mitten im Kampf sich umdrehen, was sehr nervig ist. Und nochmal rein, bitte. Nochmal raus. Ja, formiert euch mal. Jetzt nochmal rein. Ich nochmal raus. Wie viel Stress so eine Pikinier-Einheit machen kann. Ne? Eben halt immer noch, ne? Jetzt kommt eine Pikinier-Einheit von hinten. Ah, jetzt schaffe ich sie. Ich weiß nicht, wohin ich mit denen jetzt soll. Also an sich sind die derbe in der Falle jetzt. Vielleicht kann ich durchflutschen. Ja, nein.
Figuren aufteilen. Natürlich wird der Wichtigste hier festgehalten. Ja, hat 20 verloren, aber an sich sind die restlichen jetzt noch da. Das ist natürlich gut. Und das ist natürlich scheiße, das habe ich voll verpasst. Der bietet mir voll seinen Rücken an. Und ich töte ihn. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ich spur mal vor. So. Ich komme nicht klar. Ich komme gerade sowas noch nicht klar. Der macht überhaupt nicht das, was die KI in solchen Momenten macht. Er ist viel schlauer geworden. Beziehungsweise auch sehr viel dümmer. Aber der geht jetzt nicht mehr so blindlings da rein. Und die nerven gerade sehr. Ja. Der jetzt bitte mal hier angreifen. Geh mal komplett weg. Mal schauen, was er dann macht. Der traut sich irgendwie nicht, hier anzugreifen, habe ich so das Gefühl. So, vielleicht jetzt mit denen zusammen? Ja, vielleicht. Ja, ich glaube jetzt. Okay. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Na, endlich. Genau. Pferde. Meine Güte, das war ja eine sehr schwere Geburt. Männer wanken. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, immer rein, raus, rein, raus. Was die Männer eben so machen. Jetzt bleiben die drin. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, wow. Ich glaube, das
das ganze Spiel werde ich entweder vorspulen oder hatten, weil das ist ja voll das langweilige Gefecht gerade gewesen. Wir verlieren Boden. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, komm. Das Ziel, ja. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Wow, Gefechtsdauer 28 Minuten. Wow. So, jetzt muss ich mal schauen, wo die nächste ist. Ich glaube, hier ist die nächste. Hier. Ach. Ja, da oben. Ist sehr nervig, aber okay. Ja, ich glaube, ich cutte das Ganze, weil es war alles andere als interessant. Die Liebe zum Gold weckt das Böse im Menschen. Ja, ein Angebot, ja, okay. Na schön, dann kämpft ihr jetzt auch gegen Rom. Macht mir nichts aus. Rang erhöht, das ist gut, Hafenstadt, ein hoher Preis. Genau, der macht jetzt einen normalen Marsch und nimmt hier mal alles wieder gemütlich ein. Ist ja gut, dass er dann Erfahrungen bekommt und weiter. Alles gratis, versteht sich. Lies mal hier weiter. Jetzt schaue ich mal kurz hoch. Warte mal. Hier ist die nächste Armee. Genau, die anderen sind hier. Hier sind, wie viele feindliche Schiffe hier sind. Okay. Genau, hier ist die nächste Armee. Wir kommen dann. Dann hole ich mir noch die letzte. Das ist ja nicht die letzte Armee. Die letzte Stadt. Da oben ist noch eine. Dann hole ich mir eine neue. Vermächtnis. Gibt's hier kein wirklich gutes, aber ich hole mir mal die da. Drei Bürger, Kavallerie, spartanisch, Ding, königliche Spartaner. Dann mache ich die da. Drei Runden. Ja. Solange darf er sich auch eine Armee aufbauen. Wird sehr interessant. Wie lange da? 9 Runden. Ja, okay. Blöd ist halt hier, dass ich hier nicht mehr. Regeneriere, aber ist ja logisch. Fehlleitung, die muss ich nur die ganze Zeit beschäftigen, damit sie Level aufsteigt und dann zur Attentäterin wird. Das ist so der große Plan. Arme jetzt zerstört, Ressourcen verloren, Leder. Ach, das auch noch. Baubericht, Eigenschaften erhalten, das ist gut. Ah. Die Dunkelwaffe verloren.
Erlass annulliert. Ja, das war doch schon. Öffentliche Ordnung brauchen wir hier nicht. Machen wir mal Handel. Ja. Okay. Ups, dann schauen wir mal. Also, Klüke. Was machst du denn hier? Du gehst jetzt mal nach da. Die hat schon gemacht. Der ist gerade hier. Kann ja weitermachen. Königliche Garde. Schöner, starker Name. Dich mache ich zum Strategen. Weil hier haben wir sehr viele gute für Kinder bekommen. Sehr schön. Eingebildete Frau. Super. Moral weniger, aber Nahkampfangriff. Ja, bei Rekrutierung. Das ist nicht so schlimm. Aber der bekommt halt nichts, ne? Weil das nicht mein Dude ist. So, dann schauen wir kurz, was die Runde bringt. Und dann machen wir auch für heute Schluss. Ja, dann da darfst du den... Da dürftest du mal den General töten, aber bestimmt weiß die KI, das ist nicht meiner. Ich habe mit den weisen Frauen gesprochen und sie alle reden von einem Abkommen und unsere Ältesten sehen Größe in euch. Naja, dann An den Knochen eurer Worte haftet kaum Fleisch. Wir haben nichts weiter zu besprechen. Haha. Das ist natürlich ärgerlich. Gut, vor allen Dingen, weil es halt fast nur Fernkämpfer sind und ich habe hier keine Armee. Keine Legion, keine Flotte. Gut, dann würde ich sagen, das schauen wir uns die nächste Folge an. Danke fürs Zuschauen. Ja, war heute nicht sehr interessant, denke ich mal. Aber, naja, gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.